Hallo, herzlich willkommen hier bei Angry Review. Wir stehen heute hier wieder in meinem Filmekeller und heute ist es It's My Gear. Wie ihr seht, bin ich voll gerüstet und ich zeige euch mal, wie ich ins Feld gehe. Willkommen zurück bei Angry Gear und ich würde sagen, wir halten uns an das, was Dash beim letzten Mal gemacht hat. Und zwar, ich arbeite mich von oben nach unten und fange an, also ich ziehe dann auch mal die Sachen aus, beziehungsweise ziehe dann andere Sachen an. Und zwar, ich fange an bei dem Boonie. Der Boonie, der wird bei mir eigentlich, ich sag mal, zwischen Frühling und Herbst getragen. In der Winterzeit bevorzuge ich hier so eine Wooltor-Wollmütze aus Merino-Wolle. Die ist extrem schweißabweisend und sau cool. In der anderen Zeit habe ich dann halt wie gesagt diesen Boonie an. Da habe ich immer mal so ein paar Blätter reingearbeitet. Ich weiß gar nicht, von welcher Marke der ist. Ich glaube von Helikon Tex. Ich bin soweit zufrieden mit dem. Das Einzige, was manchmal ein bisschen doof ist, wenn jetzt sehr windig ist, dann kann schon mal sein, aber wenn man am Ast vorbeiläuft, dann weht er einem so vom Kopf, weil ich unten dieses Bändchen weggemacht habe. Ja, insgesamt aber ein toller Boonie. Verlinken euch nach unten wie immer alles. Genau, gehen wir weiter zur Brille. Ich habe für die Winter- und Regentage, also an den Tagen, an denen die Luftfeuchtigkeit ein bisschen höher ist, also Winter nicht zwangsläufig, eine Swiss Eye Raptor, weil die ein bisschen besser den, also das Kondenswasser, das bildet sich nicht so stark auf der Brille, als auch zum Beispiel auf der Revision Softly, die ich hier habe. Die kann man wirklich nur im Sommer tragen, wenn es oder an Tagen, an denen keine hohe Luftfeuchtigkeit ist, weil ansonsten beschlecht die sofort und deswegen bin ich dann immer wieder zurück zur Swiss Eye Raptor. Bin auch sehr zufrieden damit, bin auch mit der sehr zufrieden, solange es nicht feucht ist. Ja, weiter geht's mit meiner Tactical Brille, die habe ich immer dann auch, wenn ich nicht spiele oder keine Kontaktlinsen trage, wie heute. Die lasse ich aber auf, weil sonst sehe ich euch alle nicht. Und ja, so ein Maulkorb. Der ist von One Tigris, hat hier außen so ein bisschen Mesh und Stoffgewebe, das ist ein bisschen angenehmer, weil es sich so ein bisschen an die Wange anschmiegt. Ich glaube, der Dash hatte die gleiche. Ich habe die jetzt in Atex FG noch, würde mir die aber wahrscheinlich dieses Jahr ein bisschen mit Schwarz- oder Brauntönen nachlackieren. Allerdings ist die auch so okay, also Hauptsache jetzt nicht schwarz oder Tannfarben, weil ich finde, das fällt einfach in unseren Wäldern oder auf dem Boden zu stark auf. Aber auch sehr gut, finde ich toll. Ja, kommen wir schon zum Sling und zur Waffe. Also der Sling ist, ich weiß wirklich nicht, was für ein Sling das ist, den habe ich irgendwo mal in China bestellt, glaube ich. Ist ein ganz billiges Ding, trage ich auch nur in Verbindung mit der HPA-Waffe. In jeder anderen Waffe habe ich einen One-Point-Sling. Den Sling mache ich jetzt einfach mal ab. Da würde ich mir jetzt wahrscheinlich auch irgendwann... Ja, kommen wir zur Waffe. Das ist eine ICS Komodo. Die ist aber stark verändert, das ist eine Maß. Der Stock ist zum Beispiel von G&G, die innen drin ist eine Wolverine Inferno Gen 2, also das ist eine HPA-Waffe mittlerweile. Ja, das heißt, nichts ICS-mäßiges mehr drin, außer die Gearbox, also Hülle. Das Scope ist ein 16-Euro-Scope von AliExpress, ist aber top, also kann ich nichts Schlechtes gegen sagen. Die ganze Waffe ist... Ja, mein Herz sozusagen. Ja, wie gesagt, das ist eine HPA-Waffe und an der HPA-Waffe ist natürlich auch immer ein Schlauch. Der Schlauch, der hängt bei mir, das ist ja gerade im Boden, hier unten immer durch, also unter dem rechten Arm hängt der. Stört mich so in meiner Bewegung nicht, also der macht mich nicht immobil, sondern ja, man merkt den eigentlich nach ein paar Minuten nicht mehr. Dann bleibt der hinten drin, in so einem Säckchen, aber komme ich gleich zu. Vorne an meiner Weste habe ich 6 Magazine drin. Die Weste selber ist von Invader Gear. Ist eine eigentlich ganz günstige, aber ich bin sehr zufrieden damit. Ich weiß nicht, ich hätte vielleicht auch mal immer eine Centauron kaufen können, aber ich habe nie den Bedarf dazu gesehen. Für mich. Habe aber von Centauron die Schnellziehtaschen. Ja, hier mein Sixpack sozusagen immer dabei. Und damit bin ich auch sehr zufrieden, weil man muss schon ein bisschen fester ziehen, um die rauszubekommen. Also so fest wie jetzt gerade ist übertrieben, aber die fallen halt nicht raus, also wie man hier sieht. Also wenn man zieht, war sie direkt draußen. Vorne am Carry habe ich sonst eigentlich nichts. Hier hängt schon mal die Funke, also wenn wir das Funkgerät hier
unser G9 haben wir mit so einer Sprechtaste hier von der PTT so. Den meistens hier. Ja. Dementsprechend würde ich den Carry jetzt ausziehen, um auch von hinten zeigen zu können, was da drin ist, weil immer umdrehen und sprechen ist schlecht. Ja. Und hier ist dann die Rückseite sozusagen von dem Carrier. Hier habe ich, also in dieser, ich weiß gar nicht wie groß sie ist, in dieser Tasche habe ich meistens eine Trinkblase, 1,5 Liter passen da schön rein. Für den Spieltag ist das eigentlich mal ganz geil, vor allem wenn es trocken ist, wenn man immer Wasser dabei hat. Wie ihr wisst, ist Dehydration eines der größten Probleme, auch bei echt dienenden Soldaten. Deswegen für uns Spielzeugsoldaten ist es genauso wichtig, dass wir regelmäßig Wasser zuführen. Genau. So, dann hier ist eine von Amazon Gear eine Flaschenhalterung, die ist eigentlich für eine normale PET-Flasche gedacht. Die hat hier so ein Meshgewebe, ist elastisch, ist aber trotzdem fest. Und da ist meine HPA-Flasche immer drin. Um die HPA-Flasche, damit, wenn man irgendwo gegenstößt, da nicht direkt eine Beule drin ist oder auch diese lauten Geräusche so ein bisschen abgefedert wird, wenn man gegen eine Wand rennt und so weiter, also mit dem Rücken. Habe ich hier so von Falken, so ein, ja, ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen, ich glaube, einfach HPA-Tank, Saber, so ein Kondom drüber gezogen, was halt das Ding ein bisschen schützt. Drauf ist ein Regulator von Ballistics, das ist noch die Gen 1, die funktioniert super. Was ich richtig cool an dem Ballistics finde, ist, dass man hier mit solchen Räckchen und einer, ja, so einem kleinen Loch den Regulator festsetzen kann und so den im Spiel nicht mehr verändern kann. Das schafft auch Vertrauen bei den Mitspielern, die halt, ja, häufig gibt es ja Kritik an HPA-Spielern, die ich bei uns zumindest jetzt nicht sehe, weil wir halt uns an die Regeln halten. Ja, Weste weg, da gibt es auch nichts mehr zu sagen. An der Weste habe ich meistens so ein, also da ich verschiedene Westen trage, habe ich es nicht mal an der, so ein Death Rack zum Rausziehen. Finde ich eigentlich ganz witzig und nützlich, und vor allem in Holland kriegt man dafür schon mal einen Verweis, wenn man die nicht benutzt. Deswegen habe ich es immer an der Weste, so kann ich es gar nicht erst vergessen. Ja, kann man auch wieder reinstecken und gibt es echt oft, wie ich glaube, umsonst bei Taiwan Gun. Ab 10 Euro müsst bestellen oder so. Weg damit. So, weiter geht's mit den Handschuhen. Die Handschuhe sind Mechanics Fast Fit. Warum Fastfit? Weil man dann bei den Originalen, also bei den, ja, Originalen, bei den anderen hat man ja hier mal den Klettverschluss, und den hatte ich auf einer Dark Emergency mal voll mit Sand, aber mit so einem klebrigen Lehmsand, und konnte dann den ganzen Tag meine Handschuhe nicht schließen. Deswegen habe ich mich dann immer dazu durchgerungen, diese Fastfits auszuprobieren auf Empfehlung von Chefkoch und so einem Teamkameraden. Ja, und ich finde auch die Farbgebung von dem Mechanics Handschuh sehr schön. Das ist der neue Woodland. Der hat sehr viele Dunkeltöne, die zu dem Flecktarn, was wir größtenteils tragen, sehr schön passen. Und ja, finde ich persönlich die besten Handschuhe. Ab und zu trage ich mal die Marpads. Also ich habe auch Marpad-Handschuhe für CQB, weil mir irgendwie die Leute immer auf die Finger schießen. Vor allem auf den kleinen. Und der ist selbst bei Marpad nicht geschützt. Vielen Dank dafür. So, okay. Kommen wir zum Belt. Im Belt steckt auf der rechten Seite meine Glock, meine TM-Glock. Ich spiele generell nur TMs als Sideweapon, weil die einfach super gut funktionieren und selbst im Winter echt eine richtig gute Performance haben. Hier, wie gesagt, eine TM Glock 17, Gen 3, soweit ich weiß. Alternativ spiele ich auch sehr häufig meine geliebte High Kappa. Beide souverän ohne Ende. Die High Kappa ist mir jetzt nach 4 Jahren echt ein bisschen angeranzt. Da müssen wir ein paar Teile wechseln, aber insgesamt beide empfehlenswert, beide super. Ich lege es jetzt mal so voreinander hin. Die Glock liegt oder hängt in einem Warrior Assault Holster, und an den Waffen habe ich meistens ein Layard angeknüpft, damit, wenn sie mir rausfällt, ich sie zumindest damit herschleife. Es ist schon vorgekommen, dass ich die High Kappa auf dem Spielfeld gesucht habe. Ich glaube Area E damals. Area E, genau, dass sie mir abhanden gekommen. Ja, das im Schnee. So, dann hier hinten habe ich meistens eine Granate. Das ist hier, glaube ich, die Storm 360 ist hier gerade drin. Das ist jetzt der Vorführeffekt. So stehe ich natürlich auch immer im Spielfeld und kram die dann da raus. Eigentlich geht es dann besser. Genau, die 360 Storm, die
Ist aber aktuell leider undicht. Die muss ich vielleicht mal reparieren, aber ansonsten souveränes Teil. Dann haben wir noch die Cyclone, die ich persönlich davor echt gut fand. Oh ja, mal gucken. Dann geht es weiter hinten mit meiner Dump-Pouch. Die nutze ich auch sehr gerne. Die ist von Invader, Amazon Gear und in der Farbe Multicam Tropical. Warum Multicam Tropical? Weil es keine vernünftigen Flecktarn gab, die ich zu einem vernünftigen Preis erwerben konnte. Ich glaube, das Ding kostet 24 Euro. Und die Alternativen, die man auf dem deutschen Markt kaufen konnte, waren irgendwie, ich glaube, 60 Euro plus. Und das sehe ich einfach nicht ein, für eine Dump-Pouch auszugeben. Wobei die auch gleich gut ist, aber das ist alles. Ja. Hier sind noch zwei Magazine zu dem jeweiligen zu der jeweiligen Zeitarm, die ich dabei habe, also in dem Fall Glock-Magazine. Hier neben der Dump-Pouch habe ich dann zwei Schnellzieh-Taschen von Centauron für Pistolen, also für Zeitarm-Magazine. Bin ich sehr zufrieden mit, auch da fallen die Magazine nicht raus und die sitzen relativ steif. Das Einzige, was man machen muss, ist, man muss ein bisschen aufpassen mit dem Auslassventil vorne, dass wenn man oben reingeht, nicht, hier sind so Gummis, wo man dann schon mal gegenkommt und dann löst sich ein bisschen Gas aus dem Magazin. Dann dran, also vorne an einer der Schnellziehtaschen ist noch ein Karabiner, um zum Beispiel die Maske wegzuhängen oder meine Handschuhe in der Zeit, wo ich sie nicht brauche. Jetzt kommen wir zum Belt selber. Der Belt ist ein MD Textilbelt, ich glaube, war noch einer der ersten Generationen. Er ist schön steif, also man sieht, wenn man den so hält, der behält seine Form, selbst mit dem ganzen Geröll da dran. Der Unterbelt ist der mit dem Außenklett. Der Klett hält sich in dem Belt fest und somit verrutscht er auch nicht da drin. Und man kann den die Größe einstellen hier über, ja, vorne über so ein, ich weiß gar nicht, was ist, über so ein Klettteil. Vorne die Cobra-Belt ist auch extrem zuverlässig. Ich lasse da gar nichts aufkommen. Das ist einer der besten Belts, die ich je gesehen habe und auch der beste Belt, den ich persönlich je getragen habe. Und hier kann man dem Herrn Dornett nur sagen, klasse Arbeit, mach weiter so. Genau. Jetzt hier drunter entbart sich mein nicht vorhandener Belt. Ich trage eigentlich hier drunter den Begadi Belt mit der Cobra-Schnalle vorne, den verlinke ich euch auf jeden Fall unten drin. Den finde ich aber gerade nicht. Wir sind gerade umgezogen. Was weiß ich, in welchem schwarzen Loch der versunken ist, aber ich werde den auf jeden Fall finden und ansonsten kaufe ich mir einen neuen und stelle den ein. Und mit dem bin ich auch sehr zufrieden, den kann man schön einstellen. Und da ich ein Mensch bin, der sein Gewicht ab und zu mal verändert, also wirklich schwankend, ist halt auch echt super, den so flexibel einstellen zu können. Ab jetzt ziehe ich übrigens keine Gegenstände mehr aus, um euch nicht zu verschrecken, hole aber möglicherweise andere Dinge dazu. Kommen wir zum Combat-Shirt. Mein aktuelles Lieblings-Combat-Shirt ist das von 75 Tactical. Das ist das gleiche, was der Dash letzte Woche vorgeschlagen hat, deswegen werde ich mich da jetzt kurz fassen. Es hat viele Taschen, das ist super, das ist toll. Verlinken wir wie immer unten. Aber da ich nicht nur das trage, sondern noch verschiedene, habe ich jetzt hier nochmal eins von Begadi, das ich vor allen Dingen an warmen Tagen sehr gerne trage. Es hat so einen Mikrofaser-Überzug. Das ist total schön, weil der Schweiß dann einfach rausrennen kann und man sozusagen nicht wie hier in dieser Baumwolle da drin so versiecht. Dann habe ich noch eine Jacke, die ich ganz viel beim Snipern trage. Wobei, zu meinem Sniper hier kommen wir irgendwann nochmal. Das ist eine Hail Context Trooper Jacke. Da bin ich extrem zufrieden. Die hält einfach den Wind ab, weil der Schweiß kann raus. Und das ist so für den Herbst und Frühling mein absolutes Favorite. Für den Winter habe ich noch eine andere Jacke von Pentagon, aber die habe ich schon mal im Review vorgestellt. Die ist auch mega gut. Und weil ich ja nicht immer in Flecktarn rumrenne, sondern auch schon mal PMC zocken, habe ich mir da so eine Alternative rausgesucht zu dem Standard PMC. Und zwar, jetzt die Jungs lachen dann immer, den Texas PMC. Der hat noch so einen Cowboy-Hut auf und so ein grünes Holzfällerhemd. Warum grün? Weil es im Wald nicht so toll auffällt wie das rote von Sascha. Aber finde ich klasse, sieht ganz cool aus, kann man gut machen. Und zum Beispiel aus einer Zombie-OP hatte ich das mal an. War auf jeden Fall vollkommen tragbar. Und kommen wir zur Hose. Das ist die AFPRO Striker XT Gen 2. Ist die mit den farbigen Spandecks, also das Gegenstück zu dem, was wir beim letzten Mal gesehen haben. Ist die neuere,
Hier sind die 8mm Knieschützer drin, also das sind so Stoffknieschützer, wenn man sich auf den Stein kniet oder so. Ist das schon recht angenehm, wenn man die da hat. Viel mehr gibt es zu der Hose gar nicht zu sagen. Der Dash hat es beim letzten Mal sehr ausführlich gemacht. Ich verlinke euch das Video vom Dash gleich auch nochmal im Anschluss. Dann habt ihr quasi, könnt ihr die Sachen, die bei mir jetzt quasi nicht so ausführlich gemacht wurden, weil wir es schon hatten, da nochmal nachsehen. Es ist eine extrem angenehme Hose. Das fühlt sich eigentlich an wie eine Jogginghose. Und damit meine ich nicht diesen Assi-Jogginghosen-Style, sondern man hat eine ganz angenehme Hose, die hier zwischen dem Schritt genügend Platz lässt, die hier eine Ablüftung hat durch Spandex. Man schwitzt nicht so extrem in dem Ding. Und ich trage zum Beispiel darunter meine Under Armour lange Unterhose, also bis hier, so eine Sportler-Radlerhose sozusagen. Und aus der Kombination von beidem hat man ein sehr angenehmes Laufgefühl, da wir einen sehr aktiven Spielstil haben. Ist das Ding ein Träumchen. So. Und nach der Hose kommen dann bekanntlich noch die Schuhe. Das ist dann der letzte Part, den ich heute vorstellen darf. Und da trage ich jetzt seit gut 2 Jahren die Hikes Athletics Gen 2 oder Version 2, ich weiß nicht, wie die genau heißen. Und die nutze ich deswegen, weil die wie ein Sportschuh, wie auch der Adidas GSG 9 Stiefel, sozusagen beides kombinieren. Also auf der einen Seite hat man einen stabilen Stiefel, der einen vom Umknicken schützt, und auf der anderen Seite hat man quasi einen Sportschuh mit einem vernünftigen Profil, wo man schön, schnell und gut rennen kann und auch nicht den ganzen, also nach einem langen Tag unglaublich viele Blasen hat. Deswegen von mir eine absolute Kaufempfehlung auch diese Stiefel. Ja, jetzt kennt ihr mein Gear und meine Vorliebe für Flecktarn und Tropical MC sozusagen. Ich habe euch alles gezeigt, was ich mache oder wie ich es mache oder warum ich es mache. Wenn ihr dazu Änderungsvorschläge habt, könnt ihr die gerne unten in die Kommentare kloppen oder uns auch einfach direkt anschreiben, im ASVZ oder sonst irgendwo. Ja, viel Spaß damit und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und zu guter Letzt, bitte mit Cowboyhut, gibt es hier noch meinen texanischer, wie soll man das nennen, mein Texas-Outfit, wenn wir als PMC rumrennen, dann habe ich auch nicht den... Dann kenne ich nicht den texanischen PMC. Warum? Was ist das drin? Kurzen Cut. Jetzt hätte ich gerne noch meine Jacke. Da geht hier wie am Fließband. Und wenn du noch mein Hemd, mein Holzfällerhemd rausholen könntest, das wäre irgendwo. Ich eile dich, Meister. Guter Mann, Jacke. Teddy hat da was drüber geworfen. Wir müssen mal kurz einen Cut machen. Jetzt haben wir Teddy da im Hintergrund. Habe ich da auch eine Kritik an mir gehört? Nee, aber das Video läuft noch. Ja, was macht denn nichts? Kann man eh rausschneiden, damit die Leute das einfach drin. Lass einfach drin. Okay. Wieso denn offene Kritik? Weil ich das nicht aufgezogen habe, oder? Doch, das ist auch ausgezogen. Ja? Was dann? Okay. Kurzzeit können wir einmal Stopp machen, neu starten. Können wir gerne machen, ne? Ist kein Thema, sieht ihr nachher. Die Glock liegt in einem Warrior Assault Holster. Machen wir neu. Komodo. Mit einem Silencer drauf. Die ist generell Standard, bis auf alles, was da drin ist. Also nur außen sozusagen Standard. Ja, das müssen wir mal machen. Standard, bis auf alles, was da drin ist. Okay. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen, was wir gerade hier abgeliefert haben. Und ihr habt natürlich einen Kommentar da gelassen und uns abonniert. Da gehe ich natürlich von aus. Sollte euch irgendwie noch ein zweites Video interessieren oder ihr solltet das von Dash, also vom letzten Mal, vom letzten Angry Gear sehen wollen, das erscheint hier. Oder ihr sagt, mich interessiert eigentlich das letzte Video, was ihr hochgeladen habt. Ich glaube, das erscheint hier. Und beide sind natürlich sehenswert.